So, soll ich anfangen? So, jetzt ist der große Moment gekommen. Also, einen schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Klinger. Ich bin seit 10 Jahren für den Aufbau dieses Projektes verantwortlich und bin herausgesucht worden, hier diese Show etwas zu moderieren. We have many international guests, journalists from all over the world. We feel very honored to welcome you here in Greifswald. And I'm going to switch forth and back between English and German, if you like. And we also have many guests via video conference. So there on the display, on the right-hand side, you see many participants from all over the world again. Nicht? So from the United States, from Japan, from many different European countries, from Germany. Nicht? So everybody please wave. And a special welcome for our other side, nicht? So the other side of the Max Planck Institute for Plasma Physics in Garching. Nicht? So the lecture room in Garching is obviously fully occupied. We're also happy to welcome you all. Also, willkommen an alle, die per Video teilnehmen, willkommen an alle hier im Raum, willkommen an die ganze Presse, Funk und Fernsehen. So, wir haben heute den ersten Schuss von Wendelstein 7X. Ich werde hier ein wenig moderieren, damit Sie verstehen, was vor sich geht. Wir haben viele Tests durchgeführt im Vorfeld, sind also zuversichtlich, dass etwas passieren wird. Wenn nichts passieren wird, werden wir es halt nochmal versuchen. So, we have conducted many tests. Beforehand, nicht? So the entire commissioning of the machine took over 1 year. That was a long and tedious process. Now we are very confident that something will happen. If nothing happens, we just try again. We try until something happens. And you will be here with us. So here in the in dem Kontrollbereich der Maschine, also das, was wir hier Glocke nennen, in diesem Bereich wird die Maschine gesteuert. Hier haben Sie leider keinen Zugang. Deshalb müssen Sie draußen vorbleiben. Ich möchte aber ein bisschen erläutern noch, wer hier ist. Nicht? Aber ich fange erstmal an mit unserer wissenschaftlichen Direktorin, Frau Sibylle Günther, einem unserer experimentellen Direktoren, Thomas Sohn-Petersen, dem Betriebsdirektor Stefan Bosch, ein weiterer experimenteller Direktor, Robert Wolf. Nicht? Das ist also eine ganze Riege. Sie werden ein bisschen helfen hier beim Erklären. So, this is our leading team here, our scientific director, Sibylle Günther, one of our experimental directors, Thomas Sohn-Petersen, the operations director, Stefan Bosch, and another experimental director, Robert Wolf. So now you know already. And there is another director, a most important person, because actually theorists are not really welcome in the control room. Nein, Theoretiker sitzen normalerweise im Büro und rechnen und sind nicht so oft im Kontrollraum. Insofern ist es eine besondere Ehre, unseren Theoriedirektor Professor Per Helander hier auch willkommen zu heißen. So it's a great honor, Per Helander, to welcome you here in the control room. So, I switch back to German for a second. Es benötigt einige Dinge, um ein Plasma zu erzeugen. Also nicht nur eine Maschine, diese Maschine als Ganzes besteht aus Komponenten, besteht aus einzelnen Einrichtungen, die gleichzeitig laufen müssen. Sie müssen sich das Ganze vorstellen wie große Oper. Das heißt, Sie brauchen Sänger, Sie brauchen ein Orchester, Sie brauchen Schauspieler, Sie brauchen die Beleuchtung, Sie brauchen die Technik. Alles das muss gleichzeitig zusammenspielen, damit eine große Oper daraus wird. Heute haben wir die Premiere für die große Oper und ich möchte Ihnen einige der Hauptakteure vorstellen. Das sind leider nicht alle, sonst würden wir zu lange stehen. So. Back in English, so we are having the premiere of Grand Opera here. And like in a Grand Opera, you have many players. You need an orchestra, you need actors, you need singers, you need light, you need the technical support. And I'm going to introduce you to some of these players in the Grand Opera. And here for the premiere, they all have to play together. That's a new component in it. I think everybody is very able to make the performance, but now we are playing together for the first time. So, ich beginne erstmal mit dem Kapitän an Bord, das ist Stefan Bosch. Der ist hier der technische Leiter vom Dienst, so nennen wir das, der TLVD. Wir haben für alles schöne Abkürzung. Das heißt, Stefan Bosch ist derjenige, der hier das Kommando denn geben wird für das erste Plasma. Alles vorbereitet, Stefan? Also es ist alles vorbereitet, so wie wir mit dieser Vorstellung rum sind, können wir starten. Das hört sich gut an. So,
the captain on board, Stefan Bosch, he just told me everything is prepared and we are ready to start. Stefan Bosch is the one who is pushing the button. Who's giving the command for many buttons to press here. Many of them are automatic, but some are also hand-operated. You will see it. Okay, and so that's the command here. Dann gibt es noch einen Session Leader, einen leitenden Physiker hier, nicht, der darauf aufpasst, dass das Physikprogramm vernünftig ist, dass mit der Maschine vernünftig gearbeitet wird. We also have a Session Leader here. Nicht, the Session Leader is the person who is taking care that the program makes sense at all. Nicht, and this is Rudolf Brakel. Okay, so I'm kind of the conductor of the scientific instruments which have to be played during the experiment. So today this will basically be the heating systems, the gas injection systems, and some key diagnostics, which tell us then if we have success to perform with the first plasma. Okay, nochmal auf Deutsch. Ja. Ich bin so der Dirigent des wissenschaftlichen Ablaufes hier heute. Das heißt, meine Aufgabe ist es, zu koordinieren die einzelnen Systeme, die physikalischen Systeme, die benötigt werden. Das heißt, die Plasmaheizung, den Gaseinlass und einige Schlüsseldiagnostiken, die uns dann zeigen sollen, ob wir den Erfolg haben, den wir suchen. Danke, Rudolf. Also auch das hört sich alles ganz vernünftig an. So these are the two lead persons here in the control room. Das sind also die beiden leitenden Figuren hier in unserem Kontrollraum. So haben wir das organisiert. Die Organisation haben uns sehr genau überlegt. Aber um jetzt das Plasma zu machen, müssen ein paar Voraussetzungen hergestellt werden. Das Erste, was wir brauchen, ist nichts, nämlich Vakuum. Das heißt, das ganze Gas muss raus aus den Kesseln. Es muss also Vakuum erzeugt werden. So first of all, it needs a few things to create a plasma. So the first thing we need is just the nothing. That means we have to pump everything out of the vessels. And so we have a vacuum group, so people who are in charge of making nothing. And we have here one of our engineers, Herr Volzke, einer unserer Ingenieure, der also jetzt ein paar Worte dazu sagen wird. Ja, hallo. Ich bin der Mann fürs Nichts. Wir haben für beide Gefäße, die wir Wendelstein Siemens heißen, 65 Vakuumpumpen. Mit dem einen Vakuumsystem pumpen wir sozusagen das Isolationsvakuum für die supraleitenden Spulen und die supraleitenden Komponenten. Und mit dem anderen System pumpen wir die Plasmakammer, die Reaktionskammer. Ein Volumen von 130 Kubikmeter so ungefähr auf einen Druck von 10⁻⁸ Millibar. So. We have on the W7X 65 vacuum pumps for the base pressure in the both vessels. The first vessel is the cryostat, the isolation vacuum for the superconducting coils and the superconducting structures. And the pressure here is 10⁻⁷ millibars. And the second system is a system for the plasma vessel. Here is the base pressure, 10⁻⁸ millibars. Okay? Many thanks, vielen Dank. Also, wir haben schon mal erstmal nichts. Das Nichts ermöglicht ist, also dieses Vakuum ermöglicht ist, jetzt die Magnete abzukühlen. Wir haben insgesamt 70 Magnete, 70 supraleitende Magnete, die müssen auf fast den absoluten Nullpunkt runtergekühlt werden, auf minus 270 Grad Kelvin. Und Sie sehen dort eine Kurve, nicht da oben rechts, nicht so, nicht da steht Inlet, Outlet, das ist die Kelvin-Temperatur, nicht so 3,85 Kelvin oder 4,21 Kelvin, das zeigt das an. Das wird auf jeden Fall gleich erläutert. So, after having the vacuum, the nothing, nicht so we can start with cooling down our magnets, our 70 superconducting magnets. And this requires a cooling plant to cool down these magnets and so we reach temperatures of minus 270 degrees centigrade in Kelvin scale. This is 3.85 Kelvin, that is shown there on the display. And I'm going to ask the engineer in charge for the cryo systems, Herr Nabel, also auf Deutsch.
Wir von der Gruner-Gruppe sind zuständig, wie Professor Klinger sagte, für das Kühlen der Magnete. Das machen wir mit einem sehr, sehr großen Kühlschrank. Mit diesem Kühlschrank kühlen wir 230 Tonnen Edelstahl von Raumtemperatur auf eine Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt. Bei dieser Temperatur pumpen wir dann flüssiges Helium durch die Magnete, um sicherzustellen, dass die Magnete supraleitend bleiben. We have the cryogenic group have a very, very big fridge that is used to cool down the heavy steel structures inside the cryostat down to a temperature of 296 degrees Celsius. At that temperature level, we push liquid helium through the magnets to ensure that the magnets have a temperature which is able for superconducting current conduction. Okay, danke schön. Thank you. So, die Magnete sind also kalt. The magnets are cool, pretty cool. So, mit kalten Magneten können wir jetzt Strom in die Magnete hineinbringen. Und das ist erheblicher Strom. Ich sehe dort auf dem Display 12.365 Ampere in den nicht-planaren Spulen. Also 12.000 Ampere werden dort hineingeschickt. Und wir haben hier den leitenden Ingenieur für die Magnete, Thomas Rummel. So we have here the leading engineer for the magnets, who is putting the 12,000 ampere into the magnet system. Thomas. Yes, we have 70 superconducting magnets, and these 70 magnets are organized in 7 electrical circuits with 10 coils each. And the power supplies are able to deliver 20,000 amps to the coils, but today we are a little bit more relaxed and we go only with 12,300 amps. So, auf Deutsch, wir haben 70 supraleitende Spulen, die sind so organisiert, dass wir 7 Stromkreise haben mit 10 Spulen in jedem Stromkreis. Die Stromversorgung schaffen 20.000 Ampere durch die Spulen, aber heute machen wir das ein bisschen relaxed und fahren nur mit 12.300. Also, wir sind relaxed, wir sind entspannt, nicht? Sie sehen es. We are pretty relaxed with these low currents of only 12,000 amps. Okay, also jetzt haben wir ein Magnetfeld, die Magnete sind kalt, es ist evakuiert, so everything is cool, everything is evacuated, we have a magnetic field. Jetzt müssen wir noch das Plasma heiß machen, nicht? Dafür haben wir Mikrowellen. Mikrowellen, wie sie letztlich in jeder Küche rumstehen, bloß größer, erheblich größer. Bei uns ist alles immer ein bisschen größer. Die Mikrowelle, unsere Mikrowellenröhren sind auch alle startbereit. Das ist ein gewaltiges System, der größte Mikrowellenherd der Welt, nicht? Das größte Mikrowellensystem der Welt. Und da haben wir die Mikrowellengruppe, die Mikrowellenheizungsgruppe, Heinrich Lacroix. So, we have Heinrich Lacroix here, who is in charge of heating the plasmas by means of microwaves. So it's not a kitchen microwave, it's much, much bigger. It's indeed the biggest microwave in the world we are having here in Wendelstein 7X. And Heinrich Lacroix is now going to say a few words on that. So our microwave sources are much larger than the kitchen microwaves, factor 2,000 about. And we have a special frequency which is matched to the magnetic field of W7X. It's 140 gigahertz. We have now 6 gyrotrons operating with a total power of 5 megawatt, and we are quite sure that we will ignite and heat the plasma very successfully. Should I change in German? Das gleiche nochmal in Deutsch. Wir haben eine spezielle Frequenz, das ist 140 Gigahertz, das ist angepasst an das Magnetfeld im Stellarator, da muss man sehr genau sein. Die Leistung unserer Quellen ist etwa 2000 mal größer als Ihre Küchenmikrowelle. Wir haben davon momentan 6 operational und mit einer totalen Leistung von etwa 5 Megawatt. Und da sind wir also absolut sicher, dass wir damit das Plasma zünden und zu hohen Temperaturen bringen. Okay, die Mikrowelle soll es richten. So, the microwave will take care. Now, everything is together for making a plasma. Alles ist beisammen, um ein Plasma zu machen. However, one thing is missing. Das ist der Dirigent, the conductor is missing. So, alles muss jetzt zusammenlaufen und dafür braucht man einen Dirigenten. So all systems I have explained to you before must run together before we create the plasma. And this conductor
is the control system. Also wir brauchen einen Dirigenten, unser Dirigent ist elektronisch und das ist das Steuerungssystem. Wir haben hier Andreas Werner, der ist der Chef der Kodak-Gruppe und der mit der ganzen Kodak-Gruppe dieses Steuerungssystem entworfen hat. Und er wird uns jetzt auch noch mal ein Wort sagen und wird vielleicht auch ganz kurz in 1-2 Sätzen erklären, was wir da überhaupt Wirres sehen auf diesem großen Display. So, Andreas Werner, he is the head of our IT group, our Kodak group, and he will explain how this conductor works and what you actually see there on the display. Okay, ja. Kodak heißt erstmal Steuerung, Datenerfassung und natürlich die IT. Und wir wollen alles sozusagen synchronisiert ablaufen lassen. Wir haben zum einen die zentralen Steuerungssysteme, die uns sagen, alles ist okay, alles ist vorbereitet und Abläufe auf einer langsamen Sekundenzeitskala bewerkstelligen. Wenn dann alles okay ist, dann sagen wir unserem schnelleren Steuerungssystem, genau wie das Experiment ablaufen soll, und zwar auf Zeitskalen bis zu Millisekunden. Und das, diesen Ablauf, den wird man dann dort oben auf dem Schirm sehen. Da läuft dann ein vorbereitetes Experimentprogramm ab. Und dann entlang des Zeitstrahls sieht man dann einen Cursor laufen. Es gibt eine Marke, eine grüne Marke sieht man dort, die sagt uns, wenn der kurze Gaspuls kommt. Davor ist eine Vorbereitungszeit von 60 Sekunden. Und dahinter versteckt sieht man so eine rote Marke. Das ist genau der Punkt, wenn dann unsere Heizung anschaltet. Und wenn dann alles gut läuft, alles richtig war, dann sollten wir ein kurzes Plasma links auf der Seite sehen, durch die Videokameras. Okay, so we have the group of that is in charge for the control and data acquisition system as well as for the IT. Here we have the central control systems that keep track of all other components that they are well synchronized, and they have the timing on a seconds time scale. If everything is in the right order, then we go over to our fast computer system that runs the experiment on a millisecond time scale. We will see how the experiment run is progressing on the screen over there. You see during the time when the cursor is running, it will encounter the green and someone hidden red marker. The green marker tells us this is the time when we make a small gas pulse, and the red one is exactly the time when the microwave heating will be switched on. If everything is fine at the end, we will see hopefully some plasma on the left-hand side on the video ball. Dankeschön, thank you. So, have an eye on the red mark there. And on the left-hand side of the screen, there are the cameras. And here you have the cameraman. Hier haben wir den Kameramann. Denn alles nützt nichts, wenn wir ein Plasma erzeugen, wenn wir es nicht sehen. Nicht? So making a plasma and not seeing the plasma has no sense. And Thomas Sohn-Pindersen is representing our entire big diagnostics group. Nicht? And he will also give you a short, just 2 sentences in English and in German, 2 Sätze auf Deutsch und Englisch über das, was wir sehen. Thank you. Yes, so we do want to find out if we've made a plasma and if it has reached a million degrees or something like that. And this is a challenge, of course, something that hot and also very thin, much thinner than air. So we're using different systems for that. The most important one for now is a camera that just is going to show the light that the plasma emits. The plasma also emits radio waves, so we have antennas. We have probes that can touch the edge of the plasma. And we have laser diagnostics that shoot a laser through the plasma, interacts with it, and through that we can measure densities and temperatures of the plasma. So hopefully we'll be able to do all those measurements very soon. In Deutsch. Ja, also es ist eine Herausforderung, solche Plasmen zu messen, weil die Temperatur in die Richtung 1 Million Grad gehen werden und die Plasmen sehr dünn sind. Wir haben unterschiedliche Systeme, das Plasma strahlt, so wir haben Kameras. Das Plasma emittiert auch Radiowellen, so wir haben Antennen. Wir haben auch Sonden, die man benutzen kann am Rand des Plasmas. Und wir haben auch Laser, die wir durchschießen, womit man auch die Dichte und die Temperatur des Plasmas messen kann. Und wir freuen uns darauf, dass wir in einem Moment die ersten Messungen machen können.
Danke, Thomas. So, alles ist beisammen. Everything is together. Um jetzt die Spannung nicht ins Unerträgliche steigen zu lassen, wollen wir jetzt auch gleich mal anfangen. Nicht so, not to increase further the tension here in the room. Nicht, we start soon, very soon. To guide your eye a little bit. I mean, the picture of the plasma, the camera picture, will be on the left-hand side of the big, of the large display. And on the right-hand side, there's all the additional information. Also auf der linken Seite Kamerabilder. Da gucken die Kameras, Videokameras in das Plasma hinein. Schauen Sie doch mal. Rechts davon sind zusätzliche Informationen. So, as explained by Andreas Werner, there's this green bar, with the number. Da ist dieser grüne Balken mit der Zahl darunter. So the number underneath is a countdown. And I would like to invite you all to count down from 10. Also bitte, Sie sind alle herzlich eingeladen, bei 10 laut mit runterzuzählen. Wir machen das einfach mal. It's a good tradition, from aerospace. Also von Raketenstarts kennen Sie das. Das heißt, zählen Sie alle ruhig mit runter. And when the red mark is reached, then the plasma will be ignited. So the plasma will be created by microwaves. Also wenn der rote Punkt erreicht ist, werden die Mikrowellen eingeschaltet und dann werden wir hoffentlich ein Plasma bekommen. Hopefully we get a plasma. Otherwise we try again. Und was Sie sehen werden, ist dann links ein Kamerabild. Das sieht am Anfang etwas verrauscht aus. Das muss kurz durch die Informatik durch. Das muss kurz verarbeitet werden. So there will be a camera picture, which might look a little bit disappointing because it will be very pixeled and noisy. But it needs a little bit of processing, post-processing. And about 2 seconds later, then the clear picture of the plasma will appear. So please be patient. 2-3 seconds, something like that. 2-3 Sekunden müssen Sie warten, bis das durch die Informatik durchgelaufen ist. Dann wird ein klares Kamerabild von dem Plasma erscheinen, wenn es dann erscheint. Gut. Also, alle bereit? Hier im Kontrollbereich? Alles klar? Daumen hoch. Dann fangen wir an. Ich überlasse es dem Betriebsdirektor, jetzt das Kommando zu geben. Gut, wenn alle fertig sind, dann startet der Puls jetzt. Nicht der Puls, sondern die Vorbereitung, wie wir es gerade gesagt haben. Also Sie sehen, 49, 48, bei 10 fangen wir alle an. Sitzen schon. Ja, wollen wir sehen? Die Spannung steigt. So, we're approaching the critical point. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So, ladies and gentlemen, the first plasma of Wendelstein Server X. So, that's how the plasma looks like. Ist es nicht schön? Heinrich, wie viele Megawatt haben wir reingeschossen? 1,3 Megawatt gerade. Also 1,3 Millionen Watt Mikrowellen sind jetzt in das Gas hineingekoppelt worden. Und damit ist also dieses erste Plasma erzeugt worden. Das ist ein Heliumplasma mit dem Edelgas Helium. Damit werden wir erstmal anfangen. Im Januar werden wir dann das erste Mal ein Wasserstoffplasma beginnen. Und jetzt gebe ich das Mikrofon weiter an unsere wissenschaftliche Direktorin. Ja, herzlichen Glückwunsch an das Team. Das habt ihr super gemacht.
das erste Mal im Plasma. Also, da freue ich mich natürlich besonders, dass es jetzt hier so gelaufen ist. Ja, im Januar sind Sie alle nochmal eingeladen, am 27. Januar, da werden wir eine große Festveranstaltung machen, wo wir dann nicht nur interessierte Journalisten und unser Team einladen, sondern auch die Politik. Und dann werden wir uns auch nochmal bei unserem Team bedanken für die tolle Arbeit, die Sie geleistet haben. Ja. So. So first light at W7X, congratulations of course, first of all to all our team members. They have done a great job to ensure that you have seen it at the first try, they made a plasma at W7X, that is great. So we will of course be available for interviews afterwards, but there will be also a bigger ceremony on the 27th of January, where we will invite the higher politicians in Germany, and of course also we will have a big party for our staff members, because they're really did such a great job for so many years. Thank you very much. So, also, jetzt mit diesem Moment beginnt hier der Routinebetrieb. Wir machen jetzt Wissenschaft, wir machen jetzt Forschung. So the routine operation starts from now. So we are starting with our research. All guests and journalists are now invited for a lunch break. I think you have deserved it. Alle Gäste und Journalisten sind in unsere Cafeteria eingeladen, eine Mittagspause zu machen. Die haben sich gewiss verdient. So the lunch break is happening in the cafeteria. Und um 14:30 Uhr werden wir, die Presse, die Gäste, zur Torushalle gehen. Und dort können Sie Aufnahmen machen, Interviews durchführen. So, at 2:30, there's access to the Taurus Hall. We are going to open our 100-ton concrete gate, and then you have the opportunity to see the machine in real and to also to ask questions if you wish. Thank you for your attention. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, to our international spectators, Ita, Garchen, oops, so they disappeared, so goodbye to you. Der NDR will jetzt gleich, weil die müssen dann noch, das ist wieder. Okay, there are spectators back. It looks like you have left us already. Thank you for joining our first plasma. We are most pleased to have you here around. And I hope you all collaborate then with Wendelstein 7X. I think there's a lot of exciting science to be done. Jetzt packe ich ein und gehe nach Hause. Ja, da eigentlich zu hin. Ey, Kolde, was los? Ein Foto? Ja, mein letztes. Ich fotografiere nur nackt mit einem Rotweinglas in der Hand. Sei nicht so. Mein letztes ist nicht okay. Ich habe eine Rente. Bist du Rente? Soll ich dir was sagen? Da komme ich vor Weihnachten. Soll ich dir was sagen? Ich in 3 Wochen auch. Bleib mal so stehen. Noch 3 Monate. Sag mal, stell dich mal auf den Lückenfuß. So, Kopf tiefer. Ja, so. Dann ich die Schultern einziehen. Ja. Nochmal ganz kurz. Mikro? Ja, das Funk.